Es ist nicht lange her, da galt der Libanon als die Schweiz des Mittleren Ostens. Mit seinen wunderschönen Bergen, mit seinen mächtigen Banken. Man konnte dort shoppen gehen wie in Genf. Louis V, Prada, Gucci. 2010 haben die Zeitungen noch geschrieben, Beirut, die Hauptstadt des Libanon, boomt. Und dann? Spätestens seit 2019 stürzt das Land von der einen Krise in die nächste. There is a total collapse of government, at the same time total collapse of the banking system. Total collapse of the security apparatus, healthcare system, education system. Milizen, die immer mächtiger werden. Menschen, die ihr eigenes Geld von den Banken klauen. Millionen, die von Hunger bedroht sind. Jeder Libanese hat seinen Stolz, hat seine Würde. Ich habe früher auf hohem Niveau gelebt. Aber die Situation in meinem Land schlägt bei mir voll durch. Im Hintergrund haben mächtige Player wie der Iran, Saudi-Arabien, Frankreich und die USA ihre Finger im Spiel. Sie zerren an dem Land, in alle möglichen Richtungen. Ja, man kann wirklich sagen, der Libanon steht am Abgrund. Nur wie konnte es überhaupt so weit kommen? Ich meine, vor ein paar Jahren war hier noch Gucci, Good Life, Aufschwung. Was läuft da alles schief im Libanon? Ist das Land heute ein Failed State? Das alles erfahrt ihr in der neuen Folge von Atlas. Ich heiße Tesnim Qadiri. Freut mich, dass ihr am Start seid. Abonniert hier unseren Kanal und drückt die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Und jetzt ab zu einer unserer intensivsten Recherchen. Denn was da gerade im Libanon abgeht, ist eine riesengroße Katastrophe, die auf so vielen unterschiedlichen Ebenen wirkt. Es ist eine einzige große Kettenreaktion. Ich will deshalb eins vorausschicken. Wir haben uns das alles detailliert angeschaut, aber wir können nicht jedes Detail erzählen. Dafür reicht die Zeit einfach nicht. So, und jetzt schauen wir uns die ganze Misere mal Step by Step an. Erstens, wie krass leiden die Menschen unter der Situation? Zweitens, wie konnte es überhaupt dazu kommen? Und zum Schluss die alles entscheidende Frage, wer hat das eigentlich alles so krass verbockt? Also, let's go. Wenn man durch bestimmte Viertel in Beirut streift, da sieht man schicke Autos, schick angezogene Menschen, die Clubs sind voll, die Restaurants sind voll, da wird sehr viel Geld liegen gelassen. Aber diese Menschen leben teilweise auch sehr in ihrer eigenen Bubble, denn es gibt sehr viele mehr Menschen, die sehr arm sind im Libanon. Millionen sind in den letzten Jahren in die Armut gerutscht. Im Libanon gelten heute rund 80% der Menschen als arm. Viele müssen mit weniger als 100 Euro im Monat auskommen. Ich habe 4 Kinder. Wenn ich jedem von ihnen mal was zum Anziehen kaufe, habe ich kein Geld mehr fürs Essen. Wir wären besser tot. Das ist besonders dramatisch, weil gleichzeitig die Preise für Essen explodiert sind. Der Libanon war sehr von Getreide aus der Ukraine abhängig und das kommt durch den Krieg kaum mehr ins Land. Die Folge? Nirgendwo auf der Welt steigen die Preise für Lebensmittel so schnell wie im Libanon. Was mir aufgefallen ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren, wenn wir hier auf Drehreisen waren, es wird sehr viel mehr gebettelt. Es wurde schon immer gebettelt an bestimmten Stellen, aber noch nie so stark. Und was noch auffällt, wenn man im Libanon unterwegs ist, hier stapelt sich an manchen Ecken der Müll. Das Trinkwasser ist so dreckig, dass in Teilen des Landes wieder die Cholera ausgebrochen ist. Der Strom fällt so oft aus, dass die Menschen reihenweise mit Lebensmittelvergiftungen im Krankenhaus landen. Sie können nämlich ihre Kühlschränke nicht mehr ordentlich nutzen, weil ja der Strom dauernd ausfällt. Stichwort Kettenreaktion. The public sector has completely withered. It struggles to function. The state is struggling to provide, you know, some 3-4 hours of electricity per day. Because of arrears, so now a lot of people pay private generators to power their homes, their offices and their hospitals. Ja, Leute, im Libanon mangelt es gefühlt an allen Ecken und Enden. Und dabei habe ich noch gar nicht vom kaputten Gesundheitssystem gesprochen, von den leeren Schulen, der hohen Arbeitslosigkeit, der steigenden Kriminalität. Nur woher kommt das alles? Was hat den Libanon so ruiniert? Dafür müssen wir wieder ins Jahr 2019 schauen. Damals kam es im Libanon fast zu einer Revolution. Und zwar wegen einer WhatsApp-Steuer. Hören wir's, Leute. Die Regierung hat beim Blick in den Geldbeutel nämlich festgestellt, hey, das Ding ist ja komplett leer. Es ist sogar mehr als leer.
Der Libanon hatte in dem Jahr 70 Milliarden Dollar Schulden, während die Wirtschaft nur knapp 52 Milliarden Dollar umgesetzt hat. Man muss kein VWL-Prof sein, um zu wissen, das geht nicht lange gut. Die Regierung des Libanon war also verzweifelt auf der Suche nach Geld und wollte deshalb eine Steuer auf WhatsApp-Anrufe einführen. Nur für die Menschen im Land wäre das vermutlich die nächste Katastrophe gewesen, weil das Telefonnetz im Libanon ziemlich im Eimer ist und die Leute häufig mit ihren Verwandten im Ausland telefonieren, nutzen sie oft das Internet. WhatsApp-Calls eben. Eine Steuer auf WhatsApp-Anrufe hätte die Kommunikation für viele also unbezahlbar gemacht. Und deshalb gingen die Leute auf die Straße. Sie lehnten sich gegen diese Idee auf und konnten die Steuer tatsächlich verhindern. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzählt die Frau mir das alles? Was hat eine Steuer auf WhatsApp-Anrufe mit explodierenden Häfen und hungernden und bettelnden Menschen zu tun? Ich kann euch sagen, eine ganze Menge. Denn ein wesentlicher Grund für all das ist der vielleicht größte Betrug in der Geschichte des Libanon. Ein riesiger Finanzskandal, ein staatliches Schneeballsystem, wie die Expertinnen und Experten sagen. They are a house of cards. So a simple breeze or a simple movement would cause this whole house of cards to collapse. Und dieses Kartenhaus ist im Jahr 2019 komplett in sich zusammengebrochen. Aber wie sah dieses Kartenhaus, dieses Schneeballsystem, überhaupt aus? Ihr erinnert euch, es ist nicht lange her, da galt der Libanon noch als die Schweiz des Mittleren Ostens. Und was fällt euch sofort ein, wenn ihr an die Schweiz denkt? Richtig. Große, mächtige Banken, bei denen die Reichen und Schönen dieser Welt ihr Geld parken, damit sie noch reicher und dann vielleicht auch wieder schöner werden. Ihr wisst, wovon ich rede. So ähnlich war es auch im Libanon. Aus der ganzen Welt haben die Leute hier ihr Geld angelegt. Und das hatte sehr, sehr gute Gründe. Lebanese banks were paying 14% interest on Lebanese deposits and on dollars, which is basically more than a drug dealer does in profits. Was da im Libanon also jahrelang ausgeschüttet wurde, war, wie würde es mein Sparkassenfinanzberater sagen, unseriös. Die haben damit Geld um sich geworfen, das eigentlich nirgendwo erwirtschaftet wurde. Oder anders gesagt, so when you pay this much money on interests, you are actually playing with money that you don't own. Naja, es sei denn, du entwickelst ein Schneeballsystem. Und genau das ist im Libanon passiert. Die Banken haben einfach das Geld von den neuen Anlegerinnen und Anlegern genommen und es in Form von Zinsen an die alten ausgeschüttet. Bis im Jahr 2019, in diesem verflixten Jahr 2019, das System in sich zusammengebrochen ist. Bis einfach nichts mehr funktioniert hat. Die Banken hatten kein Geld mehr. Und das bisschen, was sie noch hatten, haben sie nicht mehr rausgegeben. Die Menschen im Libanon waren so verzweifelt, dass sie teilweise ihre eigenen Banken ausgeraubt haben, um an ihr eigenes Geld zu kommen. Was da 2019 im Libanon passiert ist, hat jedenfalls zu einer wahnsinnigen Finanzkrise geführt. Laut der Weltbank war es sogar eine der weltweit schlimmsten Finanzkrisen seit dem 19. Jahrhundert. Und im Jahr 2020 war der Libanon dann zum ersten Mal in seiner Geschichte pleite. Man kann sagen, der Finanzsektor des Libanon ist damals explodiert. Die Landeswährung, die libanesische Lira, die ist komplett abgesackt. Mittlerweile laufen hier überall Millionäre rum, Lira-Millionäre. Und wenn die Wirtschaft so den Bach runtergeht, wenn die Währung so massiv an Wert verliert, dann bedeutet das oft das hier. Zu wenig Sprit, Treibstoffknappheit, Chaos an den Tankstellen. Und die braucht es im Libanon nicht nur, damit der Verkehr rollt, sondern auch für den Strom, von dem es ja eh zu wenig gibt. Aber wie soll eine Wirtschaft ohne Strom und ohne Benzin funktionieren? Eben, das geht einfach nicht. Deshalb ist die Wirtschaft seitdem um mehr als die Hälfte geschrumpft. Sowas passiert eigentlich nur in Regionen, in denen Krieg herrscht. Merkt ihr, wie eine Krise die nächste auslöst? Wie eine Kettenreaktion. Und diese Kettenreaktion hat einen Auslöser. Denn man kann so ziemlich jedes Problem, jede Krise, die ich bisher erwähnt habe, auf ein System zurückführen. Auf ein sehr besonderes politisches System. Libanesinnen und Libanesen meinen oft, sie hätten die schlechtesten Politiker der Welt. Und naja, vielleicht werdet ihr das nach diesem Kapitel genauso sehen. Wenn ihr euch schon mal mit dem Libanon beschäftigt habt, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass da sehr viele unterschiedliche Religionsgemeinschaften leben. Insgesamt sind es 18 anerkannte Religionen. Und die drei größten unter ihnen, die teilen sich die Macht.
Das sieht dann so aus. Staatspräsident ist immer ein maronitischer Christ, Ministerpräsident ein sunnitischer Muslim und Parlamentspräsident ein schiitischer Muslim. Auch die Sitze im Parlament, die Ministerien, die Behörden, alles wurde unter den Religionsgemeinschaften je nach Größe aufgeteilt. Oder anders gesagt, der Libanon arbeitet auf allen wichtigen Ebenen des Staates nach einer strengen Quote. Eingeführt hat das übrigens die französische Mandatsmacht vor ungefähr 100 Jahren. Bis heute wurde da nicht wirklich was verändert. Auch der libanesische Bürgerkrieg von 1975 bis 1990 mit 150.000 Toten hat nicht an dem System gerüttelt. Die Idee dahinter, alle großen Religionsgemeinschaften haben ein Stück vom Machtkuchen abbekommen. Aber das Problem ist, sie sind nie wirklich zusammengerückt und bis heute versucht jeder seiner Religionsgemeinschaft den möglichst großen Vorteil zu erzielen. Dabei bekommen die unterschiedlichen Religionsgemeinschaften Unterstützung aus dem Ausland. Die Christen werden von den USA und Frankreich unterstützt, die Sunniten von Saudi-Arabien und die Schiiten vom Iran. Und eine Gruppe wurde dabei besonders mächtig. The main elephant in the herd of elephants in the room is Hezbollah. Die Hezbollah, übersetzt die Partei Gottes, ist im Libanon eine politische Partei, aber vor allem eine Miliz. Sie wird vom Iran finanziert und aufgerüstet. In Deutschland gilt die Hezbollah als islamistische Terrororganisation. Laut der DEA soll die Partei Gottes sich auch mit Geldwäsche und Drogenhandel finanzieren. Sie machen auch mit kolumbianischen Kartellen Geschäfte. Und wenn ihr da jetzt an eine geheime Untergrundorganisation denkt, von der niemand was mitbekommt, dann muss ich euch enttäuschen. Der Anführer der Hezbollah, Hassan Nasrallah, der gilt als mächtigster Mann des Landes und sie ist die militärisch stärkste Kraft im Land. Sie ist noch stärker als die libanesische Armee. Das politische System im Libanon hat aber noch einen anderen Effekt. Und dieser Effekt bringt uns wieder zu der Kettenreaktion. Diesem Ablauf von Ereignissen, der im Libanon eine Krise nach der anderen ausgelöst hat. Den verschiedenen Religionsgruppen wurden ja Ministerien und Behörden zugeteilt. Das nutzen sie, um regelrechte Kartelle zu bilden und um sich zu bereichern. Der größte Vorwurf ist weit verbreitete Korruption, Vetternwirtschaft und viele Politiker würden den Libanon wie so einen Selbstbedienungsladen ansehen. Ihr erinnert euch. Die Menschen im Libanon sagen selbst, dass sie die schlechtesten Politiker der Welt haben. Und hier rede ich übrigens bewusst nur von Männern, denn im Libanon gibt es kaum Frauen in der Politik. Was die Menschen damit konkret meinen, will ich euch jetzt mal an drei Beispielen zeigen. Erstens, der Müll auf den Straßen. Dafür ist eigentlich das Umweltministerium verantwortlich, das von den Schiiten kontrolliert wird. Jedes Jahr gibt das Ministerium rund 420 Millionen Dollar für die Abfallentsorgung aus. Das ist extrem viel. Das nahegelegene Jordanien hat fast doppelt so viele Einwohnerinnen und Einwohner und gibt ungefähr 48 Millionen Dollar im Jahr aus. Wie soll ich sagen, dass diese 420 Millionen Dollar wirklich zur Abfallentsorgung genutzt werden? Bei diesen Bildern eher unwahrscheinlich. Zweites Beispiel, die Telekommunikation. Hier hat der sunnitische Teil den Hut auf. Ein libanesisches Gericht hat einmal festgestellt, in der zuständigen Behörde wurde so viel Geld veruntreut, dass die Telekommunikationsindustrie fast zusammengebrochen wäre. Ganz ähnlich sieht es bei Beispiel Nummer 3 aus, dem Ministerium für Strom und Wasser, das von dem maronitisch-christlichen Teil kontrolliert wird. Es gibt ja nur wenige Stunden am Tag überhaupt Strom. Und das, obwohl dieses Ministerium jährlich mehr als 1 Milliarde Dollar für die Stromversorgung ausgibt. Und Wasser? Obwohl jeder Haushalt für das Trinkwasser zahlt und der Libanon eigentlich viele Wasserquellen hat, leidet das Land an Wasserknappheit. Ich meine, das Leitungswasser ist teilweise so dreckig, dass in Teilen des Landes die Cholera ausgebrochen ist. Naja, vielleicht wisst ihr jetzt, was die Menschen im Libanon meinen mit "Wir haben die schlechtesten Politiker der Welt". Übrigens kann man auch diese schreckliche Finanzkrise auf das politische System zurückführen. Denn bevor das Finanzsystem des Libanon in ein Schneeballsystem umgebaut wurde, hatte das Land eine ganz andere Geldquelle: Saudi-Arabien. And this is why the economy has been heavily subsidized. Der Libanon war also von Investitionen aus Saudi-Arabien abhängig, was wiederum der Hezbollah nicht gefallen hat. Denn die wird ja bekanntlich aus dem Iran finanziert. Und der Iran galt lange als Erzfeind von Saudi-Arabien. Und je mächtiger die Hezbollah im Libanon wurde, desto weniger Bock hatte Saudi-Arabien, Libanons Wirtschaft zu subventionieren. Bis sie irgendwann gar keinen Bock mehr hatten. Ohne Saudi-Arabien brauchte der Libanon eine neue Geldquelle. Deshalb hat sich die politische Elite dieses Schneeballsystem ausgedacht. Womit wir wieder bei meiner Lieblingsmetapher angekommen sind,
die Kettenreaktion. Denn als dieses Schneeballsystem 2019 zusammengebrochen ist, hat das wiederum alle möglichen anderen Krisen ausgelöst. Den Staatsbankrott, den Abstieg der libanesischen Währung, die Inflation, den Zusammenbruch der Wirtschaft. Und jetzt kommt's, das alles, Ende 2019, war ja erst der Anfang. Diese ganzen Krisen waren die Ausgangslage im Libanon, als im August 2020 in Beirut der Hafen explodiert ist. I passed by the street in Beirut, it's a narrow street. It was one of the most damaged neighborhoods. And it was completely flat. Glass everywhere on the street and you hear glass crunching with every sound you make. And it was just shock and panic. Bei dieser Explosion kam irgendwie alles zusammen. Auf den ersten Blick sah es noch wie ein Unfall aus. Aber als man das alles mal näher angeschaut hat, wurde klar, diese Explosion war einfach nur die absolute Spitze dieses kaputten Systems. They say that there's a combination of negligence, criminal negligence and incompetence. Die Regierung hat die Menschen mit den Folgen fast komplett alleine gelassen. Freiwillige haben aufgeräumt, psychologische Hilfe geleistet und Vermisste gesucht. Spätestens seit der Hafenexplosion fallen in den Medien immer wieder Begriffe wie Kollaps, Untergang und Staatsversagen. Failed State. Als Failed State werden Staaten bezeichnet, die ihren Aufgaben als Staat nicht mehr nachkommen können, die ihren Menschen keine Sicherheit bieten können, keine Wohlfahrt, kein Recht, kein Gesetz. Und man muss das so schonungslos sagen, der Libanon kommt diesen Punkten ziemlich nah. Manche sehen es sogar noch schlimmer. I wouldn't call it a failed state, I would go beyond that and call it a rogue state. Jetzt will ich aber von euch wissen, was denkt ihr, Habibis? Ist der Libanon ein failed state? Was muss passieren, damit das Land wieder auf die Beine kommt? Schreibt's mir in die Kommentare. Davor Glocke drücken und Kanal abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Checkt hier unser Video über ein anderes kaputtes Land, über El Salvador. Und unsere Kolleginnen und Kollegen von Crisis haben auch ein Video über den Libanon gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.